Da nicht machen wir das auch nochmal. Ja, der Mond ist aus Käse. Erleben Sie eine neue grandiose Episode der beliebten Serie Herbstlau. Die Wohngemeinschaft für die bessere Lebenshälfte. Jean-Jacques, der Philosoph, der nach 40 Semestern Philosophiestudium direkt hier eingezogen ist und dessen Bemerkungen sogar den größten Philosophen Schweißperlen auf die Stirn treiben würde. Alexander, der Visionär. Er glaubt fest an seine Vision einer perfekten Wohngemeinschaft. Um sein Ziel zu erreichen, motiviert er unablässig seine Mitmenschen und will jeden ganz nach vorne bringen. Yolanda, Dame aus besserem Hause, sie weiß, dass sie den Stil hat, den sie in der WG vergeblich sucht. Etwas mehr Niveau würde doch schließlich allen gut tun. Rudi, der Praktiker. Er ist immer zur Stelle, wenn etwas repariert oder organisiert werden muss. Immer sehr hilfsbereit und etwas zu gutmütig. Es sei denn, er fühlt sich provoziert. Dann kann er auch ganz anders. Und Fanny, das Nesthäkchen. Für sie ist das hier nur eine ganz kurze Übergangslösung. Sie hat eigentlich etwas völlig anderes geplant. Aber was? Hat sie vielleicht sogar eine kriminelle Vergangenheit? Erleben Sie eine neue, grandiose Episode der beliebten Serie Herbstlau. Mein Name ist Rudi, ich wohne jetzt auch schon eine ganze Weile hier in dem Haus und es ist eine tolle Atmosphäre in der WG, meistens, wie das halt so ist. Und ich brauche jetzt von euch noch eine Vorgabe, wie denn die Folge heute heißen wird, weil das wissen wir ja noch nicht. Bett Bettupfer. Umbrüche und Aufbrüche.